Sehr geehrte Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, allein das Wort Hanf kann dazu führen, dass bei einigen Anwesenden, aber vielleicht auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern, die Augen zu leuchten beginnen. Deswegen möchte ich gleich von vornherein entgegentreten und klarstellen, dass wir hier und heute ausschließlich über Nutzhanf reden. Vielleicht sind jetzt manche enttäuscht. Ich kann aber sagen, Nutzhanf ist nicht rauchbar, aber brauchbar für Ökologie und Wirtschaft in diesem Land. Und dafür sehe ich viele Gründe. Hanf ist eine vielseitig einsetzbare Nutzpflanze, die im Land Brandenburg auf eine bedeutende Historie zurückblicken kann. Bis heute zeugen selbstaussamende Hanfpflanzen an den Rändern landwirtschaftlicher Flächen von der einstigen Verbreitung. Ganz besonders trifft das auf die Niederrohr Standorte zu, die der alte Fritz einst trockenlegen ließ. Wir finden sie heute besonders in der Prignitz und im Havelland. Der Anbau von Hanf war im Gebiet des heutigen Landes Brandenburg bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts durchaus bedeutend und wurde erst durch das Aufkommen der synthetischen Fasern verdrängt. Erst Nylon, später Dederon, vielen sicherlich noch bekannt. Seit Mitte der 90er Jahre erfährt der Nutzhanfanbau aus den verschiedensten Gründen eine gewisse Renaissance. Zentraler Auslöser war eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes durch den Bund im Jahre 1996. In der Folge kehrte der Anbau von Nutzhanf auch in sein früheres Anbaugebiet nach Brandenburg zurück. Inzwischen sind deutschlandweit 52 Hanfsorten für den landwirtschaftlichen Anbau zugelassen. Der Anbau umfasste zuletzt in etwa 4.000 Hektar. Die Pflanze passt sich insgesamt sehr gut an die natürlichen Voraussetzungen der märkischen Landschaft an. Hanf kommt mit höheren Temperaturen gut zurecht. Hanf gliedert sich in die Fruchtfolgen der heimischen Ackerbaubetriebe gut ein und ist allein deswegen schon sehr interessant. Aber, das will ich auch ganz ehrlich sagen, das Thema Hanf ist nicht ganz frei von Übertreibungen und wird gern auch von einigen als Alleskönnerpflanze dargestellt. Bei einer Anhörung im zuständigen Ausschuss wurde uns ein Papier vorgestellt, das den Namen Hanf-Manifest trug. Und wie das mit Manifesten so ist, werden einer einzigen Idee geradezu überirdische, ja berauschende Fähigkeiten zugeschrieben. Maß und Mitte sind also gefragt, das möchte ich ganz nüchtern feststellen. Verehrte Damen und Herren, die Besonderheit der Hanfpflanze Cannabis sativa ist das Vorkommen von deutlich mehr als 100 pflanzeneigenen Cannabinoiden, darunter auch das psychoaktive Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Nach aktueller Rechtslage leiten sich daraus eine Vielzahl von Erschwernissen in der Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Handelskette ab, die in der Gesamtheit eher eine abschreckende Wirkung auf mögliche Interessenten entfalten. Dazu zähle ich die Anbauanzeigepflicht, besondere Regeln für die Saatgutzulassung und den Saatgutverkehr, die Kontrolle der THC-Grenzwerte im Saatgut und im Erntegut, die Meldepflicht der Blüte. Ich wiederhole das nochmal, die Blüte einer Hanfpflanze ist dem zuständigen Amt zu melden, als hätte der Bauer sonst nicht viel zu tun. Besondere Vorgaben aus dem Betäubungsmittelgesetz sind zu beachten und Vorschriften zum Warenverkehr von verarbeiteten Produkten. Alles nachzulesen bei der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft, kurz BLE. Festzuhalten ist, dass der Nutzwert der Hanfpflanze sich nicht allein auf die Faser erstreckt. Inzwischen lassen sich eine Reihe von Lebensmitteln aus den Samen und den Blättern der Pflanze erstellen, die in diversen Lebensmitteln auch in den Geschäften zu finden sind. Öle, Tee, Aufstriche, Schokolade und so weiter. Bereits etabliert sind die Verwendungen in Faserverbundwerkstoffen, speziell für die Autoindustrie, für Verpackungsmaterialien oder in Dämmstoffen. Die Türinnenverkleidung eines Mercedes kann in der Tat schon mal aus Hanffasern bestehen. Das ist Status quo. Ein Durchbruch in der Textilindustrie scheitert sicher noch an den viel zu uneinheitlichen Faserstrukturen. Wer die Industrie beliefern will, muss stets genormte Rohstoffe liefern. Hier ist der Weg für die Pflanzenzüchtung sicherlich noch sehr weit. Sehr geehrte Damen und Herren, das ganze Regelwerk rund um den Hanf hat sicherlich seinen tieferen Sinn. Dennoch sollten wir uns heute fragen, ob die bestehenden Regelungen noch auf der Höhe der Zeit sind. Und genau darauf zielt der vorliegende Antrag ab. Wir müssen uns fragen, ob wir die Potenziale der Hanfpflanze wirklich ausschöpfen. Eine Reihe von Aktivitäten können wir durchaus
im Land Brandenburg ins Leben rufen. Einige Fragestellungen lassen sich doch nur auf bundesdeutscher oder sogar nur auf europäischer Ebene entscheiden. Das gilt sicher ganz besonders für die enge Bindung an das Betäubungsmittelgesetz, aber auch für die Zukunft der Pflanzenzüchtung und der Sortenzulassung. Und noch einmal mit aller Deutlichkeit, mit der Legalisierung eines Rauschmittels hat das alles nichts zu tun. Wir reden hier von einem Industrierohstoff. Bedauern kommt von unerwarteter Seite. So viel zum Kern des Antrages. Gestatten Sie mir noch, den Hintergrund etwas auszuleuchten. In der Agrarwirtschaft macht ungefähr seit 10 Jahren das Wort Bioökonomie die Runde. Auf der Bundesebene wurde ein Bioökonomierat einberufen und auch umfangreiche Gelder bereitgestellt. Was steckt dahinter? Weltweit sind nicht nur Agrarwissenschaftler davon überzeugt, dass die Rohstoffe der Zukunft einen biobasierten Ursprung haben werden. Und genau in diese strategische und wichtige Denkschule hinein fördert das Land Brandenburg bereits heute allein das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, da steckt der Name schon drin, mit 15 Millionen Euro im Jahr und jetzt noch einmal zusätzlich mit 25 Millionen Euro aus dem Zukunftsinvestitionsfonds. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist gut und zukunftsweisend. Und persönlich hoffe ich natürlich, dass sich daraus langfristig auch neue Perspektiven und Chancen für die Landwirte ergeben werden. Zurück zum Hanf. Für mich ist der Anbau von Nutzhanf ein realistischer und greifbarer Baustein, der sich sehr gut in ein bioökonomisches Gesamtkonzept im Land Brandenburg einfügen kann. Der Teufel steckt bekanntlich immer im Detail und deswegen ist es gut und richtig, die Hemmnisfaktoren noch einmal neu zu beleuchten. Und ein letzter Satz. Der Anblick eines Hanffeldes kann auch in Zukunft zu falschen Vorstellungen führen. Da machen wir uns nichts vor. Ich habe alles gesagt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.